So, also Flussmündung lang zu Hironoris Ende. Da gehen wir jetzt hin. Entspannt. Dankeschön für den Follow und hi. Was ist das? Ist aber auf der anderen Flussseite. Jetzt erstmal gucken wir uns hier um. Also, hier haben wir ja schon geguckt. Takishiki Gehöft. Haben wir uns ja schon umgeschaut. Da ist der Weg, den habe ich gesucht. Und hier geht's lang. Nixi, dir auch. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Perfekt. Dem Weg entlang. Okay, der Weg für Anne hier. Ich wollte gerade sagen, der Weg führt im Kreis. Tut er gar nicht. Aber wird gerade Tag oder wird gerade Nacht? Das ist irgendwie die ganze Zeit Morgenröte. Oder Abendröte. Eins von beiden. Alles gut. Läuft. Augen sind wieder. Sind eigentlich ziemlich gut. OP ist gut verlaufen. Mal gucken, ich habe am Montag nach Untersuchung. Schauen wir mal. Aber freut mich zu hören, dass es dir gut geht. Was ist ein Gegner? Schickt euren besten Krieger! Yeah! Tschüss. Oh Mann, ihr seht hier die Lebensanzeige gar nicht, ne? Mann, es ist egal, wo ich mich hinstelle. Es ist alles irgendwie so ein bisschen doof. Ich mach mich mal generell ein bisschen kleiner. So. Ist vielleicht besser so. Ist vielleicht ein bisschen kleiner, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich nehme viel zu viel Platz ein. Hört sich ja schon mal richtig gut an. Ja, läuft alles super. Dankeschön. Dankeschön. Das wird schon, das kriegen wir hin. So, jetzt war ich gar nicht. Ach, das ist das. Ach, wir sind schon da im Grunde. Wir sind schon da im Grunde. Okay. Ah, Blümchen. Nice. Oh, was ist das? Oh nein. Jetzt wird es auch noch Nacht. Ich muss mal kurz meinen Monitor heller machen. Das geht so nicht. Ich sehe tatsächlich gar nichts.
Ich mach den mal auf 70 oder so. Brightness sollte passen. Und vielleicht Gamma nochmal runterregeln. Hochregeln meine ich, runter. Runter ist genau das Gegenteil. Okay, ist vielleicht ein bisschen zu hoch. So, jetzt sehe ich auch mal was. Heiliger. Oh, was? Wo ist denn hier ein Adler? Shit. Na dann. Mist, das mit den Adlern habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Was im Flug? Was das? Scheint so. Rettet mich! Klar. Bald seid ihr frei. Natürlich, natürlich. Ich hoffte, dass ihr kommt. Geht. Gebt auf euch Acht. Das ist für euch, Fürst Sakai. Wie nett, danke. Oh. Nee, halt. Warum Untertitel aus? Ach, so habe ich letztens aus Versehen Untertitel aus- und angemacht. Weil ich aus Versehen auf Dreieck gekommen bin. Ja, gut. Dann waren wir hier, gehen wir dahin und dann Richtung Süden. Ich würde nämlich gerne, wir haben hier nämlich noch so ein paar Sachen. Haben wir schon abgeschlossen? Ist noch nicht abgeschlossen. In die Richtung gehen. Wir könnten natürlich auch das hier erkunden. Aber ich würde auch hier erkunden. Ah Mann, das ist so viel. Naja, wir gehen erstmal. Warte mal. Doch, da lang. Wir gehen erstmal in die richtige Richtung. Und dann. Oh, vielleicht haben die ja nur Loot. Nee. Nee. Oh Mann! Ich wünsche, man könnte ein bisschen mehr tragen von diesen Sondersachen, die ich auch immer noch nicht benutze. Warum auch immer. Ah, natürlich. Shit, sorry. Das war gar nicht so schlau, hier runterzüpfen, oder? Nee. Ja, na gut. Aber der Typ ist ja Flinky, der olle Fürst. Fürst ist so wie immer Erster, weißt du? Der sagt immer Erster, deswegen ist er ein Fürst. Verstehst du? Da drüben war ein Geräusch. Oh. Kämpft nicht mich jemand? Ich will sehen, was... Ja, guck mal. Schau mal, was ich drauf hab. Hättest du mal genauer hingeguckt. Ja gut. Ist hier noch irgendwo keine Zivilisten? Eieiei. Aber Blümchen. Noch ein bisschen Bambus. Nee, Zeder, ne? Eiben. Eibenholze. Ein bisschen in die Richtung.
Ja, die Frage ist halt, egal wohin wir gehen, es wird halt immer Gegner geben. Aber die Sache ist die, ich will halt auch nichts verpassen, deswegen gehe ich gerade so gefühlt jeden Zentimeter der Map ab. Wie in jedem Spiel, also legit in jedem Spiel. Können ja mal ein bisschen den Schleichenden machen, aber... Achtung, ein Bogenschütze! Schnell, verstecken! Los, in Deckung! Ach, die haben mich gar nicht... Ach, das ist ja cool, die haben mich nicht gesehen. Die wissen aber aus welcher Richtung. Der Pfeil kam von dort. Bleibt in Bewegung. Das sehe ich auch zum ersten Mal, wie die KI reagiert, wenn die nur einen Pfeil kommen sehen. Er hat Pfeile. Sein Pfeil verrät, er ist immer noch hier. Wie ach, Mann. Hier stimmt er! Ja, gut. So viel dazu. Oh. Ein Trüchchen, schön. Also schade, warum wir das, den Inhalt erhalten, aber dass wir den Inhalt erhalten, finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Oh, da drüben sind auch mal ein paar Bandinen. aber da kommen wir nicht so einfach ran, ne? Ich weiß, du bist hier. Echt? Wir werden angegriffen! Sofort echt? In Deckung! Ja, geh mal in Deckung, komm! Geh mal in Deckung! Er hat Pfeile. Sein Pfeil verrät uns seine Position. Echt? Wo denn? Wo ist er denn? Vielleicht war er das. Jetzt hab ich dich! Denkste, Freund. Jetzt hab ich dich. Zack, und da war er tot. Ach ja. Mit Blut in der Lunge atmet sich's schwer. Schade um dich. Oh, hey, nice. Ein Küchchen. Nochmal 28 Vorräte, geil. Alter, hier sind überall Leichen am Fluss. Der Fluss müsste eigentlich schon blutrot sein. Wo gehen wir eigentlich hin? Wir gehen da lang. Find ich jetzt nicht zwingend schlecht. Guck mal, pass auf, dann nehmen wir das hier in Angriff. Gehen aber dem Fluss entlang. Der macht so eine kleine Biegung nach links. Was ich nicht schlimm finde. Und vielleicht finden wir ja noch einen Bär. Aber ich glaube nicht. Frühlingsfelle schreien. Ein Schrein? Da oben? Tee, Hallöchen. Oh, da möchte ich hin. Lass uns erstmal zum Schrein gehen. Oder auch nicht. Oh, weia. Ich glaube, wir müssen einen anderen Weg finden, um da hochzukommen. Ich glaube, das klappt so nicht. Aber, wir haben was ganz Neues entdeckt. Voll geil. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hin? Müssen wir einen Weg rumfinden wahrscheinlich. Es gibt wahrscheinlich irgendeinen anderen Aufstieg. Da, ich sehe es. Spring einfach, ich glaube nicht. Das sieht doch schon viel besser aus. Oh, da oben auf dem Berg auch was schön Leuchtendes. Und ein Turm oder so. Ah, dachte ich mir schon. Okay, von der Seite geht es wahrscheinlich auch nicht. Boah, ist das laut. Ah, guck mal da.
Ja, nein. Das war nicht der richtige Weg. Das war anscheinend doch nicht der richtige Weg. Tut das weh? Oh. Ja, tut weh. Aber es ist verkraftbar. Ja. Das halten wir schon aus. Ja, einfach springen? Ich glaube halt nicht, ne? Aber es muss ja eine Möglichkeit geben. Vielleicht von unten vom Fluss aus. Oh, es wird langsam ein Tag. Schön. Vielleicht vom Fluss aus. Vielleicht mit dem Haken irgendwie, dass wir damit hochkommen. Wollte sagen. Ah, ich glaube, ich sehe es. Ach, du Kacke. Müssen wir echt so rumlaufen? Halt, da ist aber noch was in der Mitte. Da ist noch ein Und mal eine andere Frage. Wie kommt ein runder Fels in der Größe da hoch? Heilige. Und wir haben ein Burpsi hier schon gesehen. Wahrscheinlich müssen wir echt einmal komplett rumlaufen. Sieht ganz danach aus, um da hochzukommen. Eieiei. Wie viel Umweg wollen Sie gehen? Ja. Halt. Diese Tori-Tore führen zum Frühlingsfälle-Schrei. Schreien. Schrei ist genauso gut wahrscheinlich, wie so oft wie wir sterben werden. Heiligtum von Misonokami, dem Kami des Wassers. Misonokami. Miso heißt Wasser. Miese ausgesprochen. Woher ich das weiß? Tja, ich probiere mich aktuell in Japanisch lernen. Bambus, nice. Aber das ist auch so eins der einzigen Dinge, die ich mir merken konnte bisher. Alter, ist gar nicht laut hier. Alter, ist das laut. Nee. Eine Miso-Suppe ist eine Miso-Suppe. Und Miese ist Wasser. Klingt gleich, ist aber was anderes. Ich hoffe, man hat es verstanden bei diesem gar nicht lauten Wasserfall. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt. Alter, ist das laut. Laude. Hey, Blümchen. Wenn ich mich recht erinnere, ist Miso tatsächlich eine Art Gewürz. Aber ich kann mich auch irren. Korrigiert mich sehr, sehr gerne. Ah, das habe ich gewusst. Sag mal. Hä? Was? Was war das denn? Ich fühle mich gerade ein bisschen wie bei Uncharted. Voll gut.
können da hoch, aber da oben ist eine Blume. Die will ich natürlich nicht sehen. Alter. Ich hab's gerochen, dass da ein Blümchen ist. Ah. Ich bin gerade mal ein bisschen leiser, weil das Wasser so laut ist. Alter, jedes Mal ein Herzinfarkt, wenn er da hoch ist. Wir haben es geschafft. Schön. Wir gehen erstmal zum Schrein, bevor wir jetzt da runterhüpfen. Weil nicht, dass wir nicht mehr zurückkommen. Oh, schöne Aussicht. Das nenne ich mal eine schöne Aussicht. Das Flattervögelchen. Ich wollte gerade sagen, eine Hütte, also ein Haus, eine Hütte da an der Stelle, wäre schon geil. Wäre mir aber, glaube ich, auf Dauer viel zu laut. Also sieht bestimmt schön aus, so also als Besuch, ne? Aber genau dort eine Hütte, das wäre mir echt zu laut, glaube ich, mit dem ganzen Wasser. Ich weiß ja nicht. Fühlt sich dann doch ein bisschen zu laut an. Talisman des Wasserkamis, Talisman von Mizuno Kami. Miese. Ligusterholz. Das brauchen wir bestimmt, um was Krasses abzugraden. Das ist gelb. Hä, wie geil. So, momentales Mann. Kunst des Hashimas. Das ist schön. Entschlossenheit. Mittlere Erhöhung des Pfeilschadens. Einlege und Nachladegeschwindigkeit. Ja. Wo ist denn Mizunotami? Mizunokami. Paraden, perfekte Paraden und perfektes Ausweichen sind leichter auszuführen. Ist ein krasser Talisman auf jeden Fall, aber sehe ich jetzt nicht zwingend notwendig. Ja, ich glaube, das mit. Obwohl, das ist eigentlich schon. Ist alles sehr sinnvoll. Gegner zu töten, stellt eine mittlere Menge gesäubert wieder. Ja, komm, dann nehmen wir das hier mit Hashimans weg. Das ist ja dann. Dann nehmen wir das hier. Wo ist denn das Mizunokami? Oh, können wir gar nicht alles in jeden Slot legen, sozusagen? Der Wildheit. Ach, kann ich das nur hier austauschen, das obere? Ja, nee, dann bleibe ich natürlich bei dem. Ah, das ist ja doof. Ah, nee, hier kann ich das nehmen. Hä? Hier nicht. Okay, pass auf. Talisman der Effizienz, Einlegung und Nachladegeschwindigkeit finde ich sehr wichtig. Dann tauschen wir das aus Einlegung und Nachladegeschwindigkeit. So, und jetzt habe ich mal... Nee, okay. Keine Ahnung, wir konnten nur auf die ersten zwei so einen großen legen und auf die anderen nicht. Ach, guck mal, wir brauchen die gar nicht immer einzeln sehen, so kann man sich das auch angucken. Ja gut, muss man auch erstmal wissen.
Auch krasser Bart, ne? Ich finde die Masken eigentlich grundsätzlich immer voll cool, aber ich finde das so ein bisschen blöd für die Geschichte.